Ganz herzlichen Dank für die Einladung, denn es ist mir immer eine große Ehre und ein großes Vergnügen, dem Herrn alle Ehre zu geben und zu erzählen, was er so tut bei uns, man könnte sagen bei uns zu Hause in Hamburg, aber er tut es natürlich nicht nur dort, er tut es auch hier. Er tut es eigentlich überall dort, wo Menschen sich ausstrecken nach Jesus Christus. Das ist eben so ein bisschen befremdlich, könnte man schon fast sagen. Wenn man sich überlegt, in dem Zeitgeist, wo man heute sagt, naja, es muss doch nicht unbedingt Jesus Christus sein, es gibt auch viele andere Weltanschauungen, philosophische Systeme, es gibt einen Gott im Universum, es gibt spirituelle Energien, es gibt den Islam, es gibt den Dalai Lama, der auch Frieden und Freude verkündet, warum muss es denn Jesus Christus sein? Nun, es ist so, das ist eine Frage, die letztlich, sagen wir mal so von der Oberfläche vielleicht nicht unbedingt zu beantworten ist. In der Bibel ist es ganz eindeutig, da sagt Jesus selbst, ich bin der einzige Weg zum Vater, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Damit ist die Sache der Beliebigkeit oder der Toleranz auch schon erledigt. Das heißt, es gibt nur den christlichen Glauben. Es gibt keinen Buddhismus, es gibt keinen Islam, es gibt nichts anderes, es gibt nur Jesus Christus. Wow. Das ist, man nennt das herausfordernd, wenn wir uns mit existenziellen Fragen beschäftigen. Und im Laufe des Lebens tun wir das in der Regel dann und wann, in jüngeren Jahren vielleicht nicht sofort, später schon. Irgendwann stellt man sich die Frage, wie lange lebe ich denn? Und was passiert denn eigentlich, nachdem ich jetzt hier nicht mehr lebe? Geht mein Leben weiter? Werde ich wiedergeboren als irgendwie irgendwas? Oder wie ist das eigentlich zu beantworten? Und wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, dann kommt man eben auf diese ganzen Glaubenssysteme, die alle Antworten anbieten. Und eben, wenn man sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt, kommt man an diese Stelle, wo es keine Alternativen gibt. Nun, es ist für mich immer nicht so ganz einfach, einen Einstieg zu finden, weil es gibt so viel zu erzählen und viele kennen ja auch schon etliche Aspekte so meines Zeugnisses. Es ist so, dass ich ja, sagen wir es mal so, ich bin auf den christlichen Glauben gekommen, als ich einmal selbst sehr krank war. 2001 war das, ich hatte eine beidseitige Stirnhöhlenentzündung und hatte immer so 39, 40 Fieber, monatelang, war schwer krank, habe immer nur eine Woche gearbeitet, eine Woche krank, eine Woche gearbeitet, alle möglichen Antibiotika genommen, es hat überhaupt nichts geholfen und die Herzarztin sagte, es muss operiert werden, die Stirnhöhlen müssen freigelegt werden, damit die Entzündung raus kann. Und da ich das schon selbst operiert hatte damals, fand ich das also nicht so komisch, diese Vorstellung, das bei mir jetzt machen zu lassen. Und vor allen Dingen schon deswegen nicht, weil gerade ein junger Kollege von mir damals mit 34 Jahren gestorben war, als die Bakterien aus den Stirnhöhlen auf seine Hirnhäute übergriffen und er war nach 6 Stunden tot. Und dann dachte ich, oh Mann, hoffentlich passiert mir das jetzt nicht auch. Und in dieser Situation kam eine Bekannte und sagte, geh doch mal in eine christliche Gemeinde, da wird für Kranke gebetet, habe ich gehört, und vielleicht bringt das ja was, vielleicht hilft das. Und das war eine Pfingstgemeinde in Kiel, dachte ich, naja, schaden kann es ja nicht und wir haben heute Abend auch nichts vor, so, und überhaupt, also probieren kann ich es ja mal. Es war eine Veranstaltungsreihe, der Billy Smith, ein Heilungsevangelist, hatte dort eine Woche lang Heilungsgottesdienste abends angeboten. Und was ich nicht wusste, war, dass er da sich jeden Tag im Gebet von Gott das Thema des Abends zeigen ließ. Fakt war, als ich dort ankam, war das Thema des Abends Atemwegserkrankungen. Und die es betraf, sollten sich so in die Reihen setzen und der Nachbar sollte die Hand auf die Schulter legen. Und dann hatte er gebetet, ich so relativ unspektakulär, so lieber Gott, bitte mach dich doch gesund, so in etwa, so auf Englisch allerdings. Und ansonsten war Predigt, und das erinnere ich auch nicht mehr so genau, nur eins natürlich, am nächsten Tag, wir sind dann abends nach Hause gefahren, war plötzlich alles weg. Es war kein Fieber mehr, kein Druck im Kopf, es war alles in Ordnung. Ja, Halleluja, ganz genau, preis dem Herrn. Das war wunderschön. So dass wir dachten, ich dachte, ich habe auch noch eine Neurodermitis
Und jetzt fahren wir heute Abend wieder hin. Am besten. Vielleicht klappt das ja nochmal mit dieser Heilung. Und wir fuhren also wieder hin, meine damalige Freundin und ich. So, sie ist auch Ärztin. Ich war damals Assistenzarzt der im Krankenhaus, so mit Schwerpunkt Innere Medizin. Sie ist mehr so in der Neurologie, Psychiatrie, in der Alzheimer-Forschung im UKE, da in der Uniklinik in Hamburg. Hat sich natürlich auch sehr dafür interessiert. Und ich wollte also mit dieser Neurodermitis dahin. Die hatte ich schon viele Jahre, sehr unangenehm. Und man soll es nicht glauben, das Thema des Abends waren Hauterkrankungen. Wussten wir, also dachten wir, das ist ein toller Zufall, sowas. Auf jeden Fall kam mir das sehr entgegen. Und dann dachte ich, naja, wunderbar, 200 Leute, so ähnlich wie hier. Man kam eigentlich gar nicht richtig rein, standen alle an der Tür, kriegte gar nichts mit, weil so viele Bedürftige und Heilungssuchende dort waren. Irgendwann habe ich eine Armbewegung vorne gesehen, behielt, und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Und, was soll ich sagen, am nächsten Morgen war nichts mehr da. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, wirklich ganz erstaunlich. Dachten wir auch. Es war alles in Ordnung. Und nun spätestens kamen also wirklich große Fragezeichen. Gerade als Ärzte interessiert einen das natürlich. Was passiert denn hier? Gibt es etwas, was wir nicht wissen, aber wissen sollten? Wenn Menschen kommen und man ist so ganz hilflos, wenn die schlimme Diagnosen haben und man soll denen irgendwas sagen und dann sagt man irgendwas. So. Aber in Wirklichkeit ist man ganz hilflos und weiß auch nicht weiter. Vielleicht gibt es hier aber etwas, haben wir gedacht, was man beforschen sollte. Jedenfalls hörte sich das alles sehr spannend an. Es war natürlich dramatisch schön, auch schon deswegen, weil ich gesund geworden war. Also das war, also waren ja zwei wirkliche Plagen, die ich da hatte. So dachte ich also, er ist ja noch zwei Tage da und ich hatte noch eine Schilddrüsenüberfunktion. Und gehen wir also den dritten Tag auch hin. Dann waren wir abends da und da ich mir nun überlegt habe, der Mann hat nicht viel Zeit, ich auch nicht. Und ich will auch nicht stören, da mit seinem Gottesdienst kann er ja machen. Es interessiert mich jetzt also nicht so sehr, sondern ich kann ja vorher ein bisschen hinkommen und dann kann er kurz für mich beten, dann kann ich nach Hause fahren und dann spart man sich doch ganz schön viel Zeit. Er sich ja auch. Also ich meine, also ich, so, nicht? So. Und dann habe ich das also gelernt, was das auf Englisch heißt, bin dahin, habe auch ihn gebeten, ob er das nur mal kurz beten könnte. Er saß am Eingang und hat dann die Gottesdienstbesucher alle so begrüßt, die da so kamen und war sehr irritiert. Guckte mich an, lachte, nahm mich in den Arm und sagte, so geht das nicht, so wird das nicht funktionieren. Und das Thema des Abends war auch nicht Schilddrüsenerkrankung, das war für Kinder. Und so war ich dann also mittelgradig frustriert und dachte, naja, wenn man schon mal da ist, dann bleibt man also, okay, wir können ja mit hier bleiben. Aber es war nun wirklich ein bisschen doof so, ne? Und Freundin dann hat er noch gesagt, ja, sollte man erstmal aufhören zu rauchen. Und während er mich so in den Arm genommen hatte, hatte ich so plötzlich so eine Vision, wie ich vor 4.000 Menschen stehe und erzähle, was Gott alles so Großes tut. Und das war eigentlich so wie so ein kleiner Flash, war ganz interessant, war spannend. Ich dachte, so mal sehen, was sowieso so ein kleiner Tagtraum, verschwand dann wieder. Na, kam mir auch dann nicht weiter in den Sinn. Ging dann so weiter, dass er dann nach Hause fuhr natürlich, am nächsten Tag die Schilddrüse nicht in Ordnung war, was mich auch so ein bisschen störte natürlich jetzt, weil es wäre so schön gewesen, man geht immer hin, wenn man was hat und es wird geheilt und alles ist in Ordnung, denn mal ja, mal nein, das war eigentlich das, was uns nun wirklich Rätsel aufgab. Und uns allerdings dann dahin führte, was wir sonst sicher nicht gemacht hätten, dass wir uns nun wirklich ernsthaft und ernstlich mit Gottes Wort beschäftigten. Anfingen uns mit der Bibel zu beschäftigen, mit der Sekundärliteratur. Da gibt es ganz vieles, was es so über die Heilung im christlichen Sinne zu lesen gibt und was viele Menschen darüber sagen. Und so waren wir also am Lesen und Lesen und Lesen. Und auch Billy Smith hat da ganz viel drüber geschrieben und viele Empfehlungen so weitergegeben. Und also wir wollten jetzt eigentlich diesen Regeln auf den Grund gehen, warum und wo, wieso das denn und unter welcher Voraussetzung man eine Heilung bekommen könnte und wann nicht und was das eigentlich, ob es da überhaupt Regeln gibt. So, das war eigentlich der Anfang, wo wir uns mit dem christlichen Glauben beschäftigt haben, mit Jesus Christus. Und dann sehr schnell
auf sehr, sehr viele Fragen kam. Das war auch ein bisschen vertrackt, weil je mehr man jetzt sich damit beschäftigt hat, je mehr wir uns beschäftigt haben, umso mehr kamen eigentlich Fragen als Antworten. Es war eigentlich so herausfordernd, dass wir dachten, das ist ja ein ganz und gar merkwürdiges Buch hier. Ziemlich sicher stimmt es nicht, was hier drin steht, weil hier steht, Jesus schreibt, alle, die an mich glauben, werden dieselben Zeichen und Wunder tun und noch größere. Und es nennen sich Millionen von Christen gläubig, aber keiner tut das. Also entweder wissen die nicht, was Glauben ist, oder Gottes Wort ist nicht wahr. So, dann haben wir gesagt, das beschäftigt einen ja. Ne? Also wenn man sich gläubig nennt, und aber da ist eine klare Definition von Glauben, wo ist denn da bitte des Rätsels Lösung? Naja, mit dem Glauben so, vielleicht ist das ja so, gibt es da noch mehr zu verstehen. Des Weiteren sind da so Stellen gewesen, die ebenfalls uns zum Nachdenken anrichten, wie wenn Gott sagt, wenn ihr mich an die erste Stelle stellt, will ich euch alles andere hinzutun. Alles andere schenke ich euch, gebe ich euch quasi so von mir, da braucht ihr euch gar nicht drum kümmern, wenn ihr mich denn an die erste Stelle stellt. Und dann dachte ich, ja, was heißt denn jetzt an die erste Stelle stellen und was heißt denn alles? Alles an Gesundheit, an Beziehungen, an Finanzen, in jeder Hinsicht des menschlichen Lebens, alles will er uns geben, wenn wir ihn an die erste Stelle stellen. Was könnte das bedeuten, ihn an die erste Stelle zu stellen? Wieder auf anderen Seiten steht dann da, zum Beispiel schreibt Gott, ihr sollt beten alle Zeit, betet alle Zeit, freut euch alle Zeit in allem und sagt Dank in allem für alles, egal wie es euch geht. Da dachte ich, vielleicht sind das so Kernsätze, die für uns als Nachfolger oder als Interessierte, am christlichen Glauben Interessierte, einfach zur Nachahmung empfohlen sind oder auch die Schlüssel schon sind dafür, um Glauben zu entwickeln. Ich habe das so ein bisschen prozesshaft verstanden. Um in diese Position zu kommen. Denn Gott hat ja nicht geschrieben, alle, die 60 Jahre gläubig sind, alle, die in einer bestimmten Gemeinde sind oder nur Frauen oder nur Männer. Er hat gesagt, alle, die glauben, die werden dieselben Zeichen und Wunder tun. Und wenn ihr nur Glauben von einem Senfkorn hättet, dann würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich ins Meer und ich würde das tun. Dann dachte ich, meine Güte, das ist also ja eine wirklich starke Geschichte mit diesem Glauben. Und hab mal gedacht, so für mich, woran liegt denn das nun, dass das keiner macht? Und wieso, das habe ich dann auch so beobachtet, es betet auch keiner die ganze Zeit und sagt auch nicht Danke alle Zeit und freut sich auch nicht. Davon habe ich eigentlich auch keinen einzigen gesehen. Und dachte, ja gut, vielleicht liegt es daran, wenn wir alle nicht das tun, was Gott sagt, dann hat auch keiner Glauben so viel und dann tut auch keiner diese Zeichen. Oder wie denn auch, wenn keiner Gottes Wort so ernst nimmt? Vielleicht ist das jetzt ja doch so konkret und nicht nur im übertragenen Sinne zu verstehen oder als Herzenshaltung. Das waren so meine Gedanken. Ich muss sagen, spätestens an dieser Stelle, dass ich von mir spreche. Und wenn das zu herausfordernd ist oder manche mag sein, sagen, vielleicht ist das zu radikal, dann sagt es einfach, das ist sein Zeugnis. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, da das mal zu probieren oder mal zu übernehmen, dann, wie gesagt, zur Nachahmung herzlich empfohlen, probiert es doch selbst einmal. Jedenfalls habe ich dann gedacht, als ich mich dann auch bekehrt habe, vielleicht sollte ich das alles mal probieren mit Gott, so für 3 Monate, da gab es also viele Empfehlungen, auch besonders bei dem Billy Smith, dass man zum Beispiel jeden Tag beten sollte, jeden Tag in der Bibel lesen sollte, sonntags in einen Gottesdienst gehen, sich eine Gemeinde suchen, wo man sich wohlfühlt und auch seine CD, die er so mit da empfohlen hatte, Gesundheit, ein Geschenk Gottes, wo nur Heilungsstellen aneinandergereiht aufgesprochen sind, Tag und Nacht hören, da würden auch schon viele Menschen gesund geworden sein. Und das also würde er auch sehr empfehlen. Genau das haben wir dann auch gemacht. Wir haben also diese CD da laufen lassen, wir haben also jeden Tag in der Bibel gelesen. Und leider, als ich mich dann bekehrt habe, mein Leben Jesus übergeben habe, war es nicht so, wie es hätte ja vielleicht auch sein können, dass ich einen Schalter hatte und jetzt also ganz automatisch immer in Anbetung, Lobpreis, Dank bin, sondern es war irgendwie sehr störanfällig. Immer wenn ich beten wollte, kam was dazwischen
Und es war eigentlich so, je mehr ich mich bemühte, desto schwieriger wurde die Geschichte, sodass ich mir eine Uhr holte, die alle 10 Minuten bimmelte. Und dachte, wir robben uns da mal ein bisschen ran, wir nähern uns mal an, somit alle 10 Minuten. Das ist dann, und das ist natürlich auch nicht während der Schlafenszeit, sondern nur vom Aufwachen bis zum Einschlafen klingelte das Ding also alle 10 Minuten. Das war für mich so eine Vorgabe, wo ich mal sagte, okay, das schaffe ich, hoffe ich. Alle Zeit ist nicht so einfach, aber vielleicht liegt es ja daran, es könnte ja sein, dass das so eine Art Schlüssel ist, also so erste Annäherung alle 10 Minuten. 2-3 Minuten Lobpreis, Dank und Anbetung, 6-7 Minuten Pause. Wenn ich alleine bin, laut, und wenn ich mit anderen zusammen bin, zum Beispiel in der Sprechstunde, leise, innerlich. Das habe ich dann gemacht, und was ich dann festgestellt habe, war, innerhalb kürzester Zeit passierten ganz wilde Sachen bei mir. Also man könnte sagen, Zeichen und Wunder. Vorausschicken muss ich noch, dass ich gar nicht sonntags in Gottesdienst gehen konnte, weil ich immer gearbeitet habe. Also im Krankenhaus arbeitet man ja sehr viel, so 80 bis 100 Stunden die Woche. Und ich hatte immer sonntags auch gearbeitet, sodass ich nie sonntags frei hatte. Und dann dachte ich, okay, da ich jetzt mal 3 Monate wirklich das mal wissen will, ob das mit dem christlichen Glauben so Substanz hat und ob das weiterträgt, muss ich mir einen neuen Job suchen. Das ist also auch vor 10 Jahren nicht so ganz einfach gewesen, wenn man jetzt so einen unbefristeten Vertrag hat, ungekündigte Stellung, 10, 15 Jahre Assistenz, dass man wird dann irgendwann Oberarzt, dann irgendwann Chefarzt und so. Das ist eigentlich, wenn das alles so gut weiterläuft, quasi fast vorprogrammiert. Das habe ich alles an den Nagel gehängt und habe mich niedergelassen als ein niedergelassener Internist, was ich nie werden wollte, muss man auch noch dazu sagen, weil ich fand immer, dass die Einweisungsdiagnosen so selten gestimmt haben. Sie dachte immer, die haben gar keine Ahnung, wen sie da vor sich haben, und sie erzählen da irgendwas über einen. Und es hat in einem Krankenhaus stellte sich immer heraus, das hat dann gar nicht so gestimmt. Also es war nicht das linke Bein, sondern der rechte Arm, oder es war dieses und jenes und so. Und man musste da also sehr genau hingucken, um nicht dann also auf diese falsche Fährte zu kommen. Und so sagte ich, also die haben so ein Wissens Defizit, dass du bleibst du lieber in der Klinik, ging nun aber nicht, weil ich ja sonntags in Gottesdienst gehen wollte. Und schon das war, also heute im Nachhinein würde man sagen, ein Glaubensschritt. Wie gesagt, ich hatte das nie vorgehabt, es war das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte, also so aus ärztlicher Sicht. Es gab vielleicht noch ein MDK, aber gut, also das ist jetzt also nur von meinem persönlichen, so finde ich, wenn man, ist natürlich hat auch Vorteile so, also es ist nur, nicht, war nicht so in meinem Denken vorhanden, sagen wir mal. Also niedergelassener wollte ich nicht sein und habe allerdings das für so wichtig gehalten. Schon eigentlich seit meiner Jugend, könnte man sagen, waren mir diese Fragen überhaupt sehr wichtig gewesen, weshalb ich auch vorher immer eigentlich jedes Jahr nach Indien gefahren bin und mich sehr, sehr intensiv mit allen anderen Glaubensrichtungen beschäftigt hatte, um herauszufinden, ob die wirklich so sinngebend und erfüllend waren, was sie allesamt nicht waren, soweit ich mich da mit beschäftigt hatte. Und ich habe mich sehr intensiv, wie gesagt, beschäftigt, also tagelang meditiert und wo wir alle das gewesen waren, es war also irgendwie nichts, hat wirklich weitergeführt. Und jetzt also hatte ich den christlichen Glauben, damit hatte ich es nun zu tun. Dachte auch, also okay, auch hier machen wir das einmal, versuchen das möglichst 100% hinzubekommen für eine gewisse Zeit, um zu schauen, ob der christliche Glaube dort auf diese Fragen Antworten hatte. Die Fragen des Sinn des Lebens. Naja, nun also hatte ich mich niedergelassen und war dann da bei einem Kollegen mit eingestiegen, und das war also auch etwas, was ganz schlimm für mich war. Ich musste Schulden machen. Ich saß bei der Bank und habe da ganz viele Darlehen unterschrieben mit vielen hunderttausend von Euros. Und die haben sich immer über das Golfspielen unterhalten und haben immer gesagt, mach nicht, unterschreib mal ruhig, das ist nicht so schlimm und so, mach dir mal keine Gedanken. Und mir stand der Angstschweiß auf der Stirn und dachte, was mache ich hier? Also alles nur, um herauszufinden, ob es Gott wirklich gibt, ob es Jesus Christus wirklich ernst meint mit dem, was er da in der Bibel schreibt. Nein, also vielleicht bin ich da doch ein bisschen weit gegangen jetzt, aber da war schon zu spät, da hatte ich schon gekündigt, da hatte ich schon unterschrieben, und nun saß ich da ohne einen Patienten mit ganz vielen hunderttausend Schulden, aber sonntags frei. So, naja. Fakt war, dass relativ zeitgleich diese Geschichte anfing mit der Uhr und ich also alle 10 Minuten daran erinnert war, zu beten. Das habe ich auch gemacht, und man soll es nicht glauben, also ich glaube keine 3 Tage, und es kam schon das erste Ding, der erste Hammer, würde man heute sagen, so
war ich im Glaubenstag in Stade in einem Gottesdienst und ich hörte eine Stimme, die zu mir sagte, spende 2000 Euro für die PEC, für die Pfingst-Europa-Konferenz 2003 in Berlin. Ich dachte, wer steht da? Stand aber gar keiner. Und dann dachte ich, ja, ich bin ja jetzt hier im Gottesdienst und predigt und so wird es möglicherweise Gott sein, der da gesprochen hat, weil es war gar keine Frage, dass ich das jetzt so gehört hatte. Allerdings dachte ich immer, Gott ist Liebe und das war so Befehlston. Und ich dachte, naja, also hätte ja auch ein bisschen freundlicher sagen können, also man hätte ja auch noch drüber reden können, dass wirklich auch 2000, warum muss das eigentlich 2000? Ich meine, das ist ein ganzes Monatsgehalt war das für mich damals. Aber diese Frage stellte sich nicht wirklich und es gab auch keine Widerrede, so war der Ton. Also habe ich am nächsten Tag das getan, was von mir verlangt wurde. Ich habe also 2000 Euro da überwiesen. Und einen Tag später kam das, dass das Telefon klingelte und mein früheres Krankenhaus dann anrief und sagte, ja, Herr Elsen, Sie haben ja vor 2, 3, 4 Jahren ganz viele Bereitschaftsdienste gemacht, 2, 3 Jahre lang. Das sind so 4.000, 5.000 Euro, die haben wir Ihnen ja damals gar nicht überwiesen oder gegeben. Und ich dachte, das ist ja komisch, ich habe mir das immer angeguckt, das wäre mir doch aufgefallen über diese Zeit. Naja, fragt man nicht so genau nach, habe ich dann gesagt, naja, wenn Sie meinen, ja, und das würden wir jetzt Ihnen geben, geben Sie mir doch bitte mal Ihre Kontoverbindung, ich überweise Ihnen das dann, sagte die nette Frau auf der anderen Seite der Leitung. Ich habe dann also das auch gemacht, was sie gesagt hatte, mir meine Kontoverbindung gegeben. So, das war schon mal ganz schön. Es kam aber noch besser. Am nächsten Tag klingelte wieder das Telefon. Die Kassenärztliche Vereinigung war diesmal dran und sagte, ja, Herr Elsen, Sie haben hier ja Diabetespatienten. Es war eine Diabetes-Schwerpunktpraxis, ein Diabeteszentrum, wo ich eingestiegen war. Das wusste ich eigentlich gar nicht. Ich hatte gedacht, das wäre so eine hausärztlich-internistische Praxis, dass die sich da also vorwiegend mit Diabetikern, das ist mir erst später klar geworden. So wenig hatte ich mich damit also beschäftigt, war mit eben mit Bibellesen die ganze Zeit. Also ist gut. Also so, und dann sagen sie, ja, und diese Schulungen, die können Sie ja eigentlich nur erstattet bekommen, wenn Sie so und so viele 100 Patienten schon mal überhaupt als Voraussetzung haben. Haben Sie nicht, aber wir haben uns das überlegt. Wir geben Ihnen das jetzt. Das war dann war sehr schnell, sehr, sehr viel, weil auch noch die Patienten dann da aus den Kursen, die in der Praxis liefen, damit eingerechnet wurden. Fazit waren, es waren so circa 25.000 Euro. Und also wieder dieselbe Frage, fast der gleiche Ton, fast dieselbe Wortlaut. Wohin sollen wir das denn überweisen? Und also habe ich wieder also meine Kontonummer dann durchgegeben und dachte, na ja, das ist ja schon mal ganz gut so. Also ja, das. So, und dann am dritten Tag wieder kam ein Pharmavertreter und sagte, Herr Elsen, wollen Sie nicht an Phase 2-3 Studien so teilnehmen, wo klinisch verglichen werden, Wirksamkeiten von Medikamenten, die schon auf dem Markt sind. Wir haben 400 Prüfzentren hier in Deutschland, jedes hat so 5 Patienten und Probanden, da kriegt man so 1.500 Euro auf 1,5 Jahre gesehen. Wollen Sie da nicht mitmachen? Ich sage, ich habe keine Zeit, aber meine Frau, da hatten wir auch in der Zwischenzeit hatten wir geheiratet und kam jetzt gerade Nachwuchs oder überhaupt, die ist im Mutterschutz, sie kann da so 10, 20 Stunden in der Woche möglicherweise in der Praxis da mitarbeiten. Fragen Sie die mal, da haben wir das besprochen. Und das hatte dann angefangen und innerhalb von 2, 3 Wochen hatten wir 90 Patienten und waren damit Deutschlands größtes Studienzentrum und brauchten auch keinen Überbrückungs- oder Existenzgründungskredit. Das war unglaublich, so dass ich sagte, also okay, Herr, wenn du mal wieder was haben möchtest, sag, also nimm mich, also herzlich gerne, ich bin immer da. Ne? Also da hatte ich dann so ein bisschen Mut gefasst. Das war das Erste. Dann dachte ich, vielleicht gilt das nicht nur für Älteste und Diakone, dass man auch für Kranke beten kann. Vielleicht gilt das auch für Ärzte. Das steht ja in der Bibel, wenn du krank bist, solltest du zu Ältesten und Diakonen gehen und die werden für dich beten und mit Öl salben und dann wird es dir besser gehen. Naja, dachte ich, schauen wir mal, probieren wir mal, was noch alles so geht. Und dann habe ich so ganz vorsichtig, so damit die mich da nicht für verrückt erklären, dann so gesagt, ja, wenn Sie möchten, kann ich auch für Sie beten. Oder ich bin ja so gläubiger Christ und die beten immer viel. Und da weiß ich jetzt auch nicht so recht, aber ich so zum Beispiel, weil das im Diabeteszentrum ist, sind es ja meistens Typ 2 Diabetiker, die sind oft sehr, sehr übergewichtig. Und für die ist das immer ganz wichtig, dass sie abnehmen. Für mich auch, aber nicht jetzt ganz. Das ist mehr so, also bei mir hat das jetzt nicht so geklappt, muss man sagen, aber bei den anderen hat es immer sehr gut geklappt. Dass dann plötzlich die Menschen anfingen abzunehmen. Und zwar so viel, dass das wirklich auffällig war. Das waren bis zu 60 Kilo in 6 Monaten, ohne Jojo-Effekt und ohne Faltenbildung.
sodass ich ganz überrascht war und dann mal zusammengerechnet habe, wir kamen so auf 1,5 Tonnen im Jahr. Das war wirklich über sowas, da wäre jedes Adipositas-Zentrum also wirklich froh, wenn sie solche Zahlen hätten, vor allen Dingen, weil es eben keinen Jojo-Effekt gab. Es war aber nicht nur bei den Diabetikern, sondern es war auch so mit Kopfschmerzen oder so. Es kam dann Feedback. Dann sagten sie, oh, übrigens, vielen Dank, Herr Elsen, dass Sie für mich gebetet haben. Seitdem ist das viel besser geworden. Danke. Könnten Sie noch mal beten? Ach, das ist eigentlich auch ganz schön. Dass also so, und es wurde irgendwie so ermutigend, sodass ich mich also traute, mehr zu beten. Und wie gesagt, beobachtete das mit dem Abnehmen. Und das war mir natürlich schon aufgefallen. Und dann ging es halt weiter. Bei Gott gibt es immer ein Weiter, das müssen wir uns merken, bitte. Bei Gott gibt es immer mehr, egal wo wir stehen. Dass da ja plötzlich die Typ-1-Diabetiker, die seit Kindheit und Jugend Insulin brauchten, weil ja die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr herstellt, auch kein Insulin mehr brauchten. Und dann kam eine, die hatte gar keine Bauchspeicheldrüse mehr und brauchte auch kein Insulin mehr. Und dann muss man das natürlich anfangen zu erklären. Speziell den niedergelassenen Kollegen. Ich habe das Diabeteszentrum ist auch rasant gewachsen. Das ist also von 4 Mitarbeitern sind wir jetzt 20 Mitarbeiter. Wir haben jetzt also statt 100 1000 Quadratmeter Fläche, also bauen jedes Jahr neu an, stellen ständig neue Mitarbeiter an. Und so, ich betreue auch sehr viele Hausärzte, so circa 90, die alle 2 Monate zur Fortbildung in die Ärztekammer kommen, sogenannte Qualitätszirkel. Und dann fragte mich eine Kollegin, Herr Elsen, sag mal, was machen Sie eigentlich mit unseren Patienten, dass die so abnehmen? Und es wurden dabei dann natürlich so auch circa 200 bis 300 pro Jahr von ihrem Diabetes frei. Weil wenn die dann so eben 20, 40, 60 Kilo abgenommen hatten, dann war nichts mehr mit Diabetes. Und dann sagte ich, eigentlich nichts. Die Schulungen sind standardisiert, wir machen nichts Besonderes. Das Einzige vielleicht, ich bete für meine Patienten. Und was sagte die Liebe? Ach, dann ist ja alles klar. Das hielt ich für vorschnell, weil das glaube ich, dass ihr das nicht so klar war, aber es muss so vertrauenserweckend gewesen sein, dass alle dann also mir noch mehr Patienten schickten, weil die Patienten fanden das gut und dann gingen sie wieder zu den Hausärzten und fanden das da immer noch gut und dann fanden, wenn der Patient sich freut, dann freut sich der Hausarzt und dann schickt er halt noch mehr Patienten. So war das und so ist es bis heute. Und nur, also, dass man sagen muss, wir reden von exponentiellen Kurven und es sind so viele Menschen, die da jetzt kommen, dass man da gar nicht hinterherkommt, könnte man sagen. Es passierten immer mehr Dinge, die sehr auffällig waren in dieser Praxis. Also, ich hatte nun einen Job, wo ich immer mehr ins Gebet gerufen war. Immer mehr Menschen baten darum, dass ich bete für sie. So saß ich oder sitze ich heute teilweise bis zu 14 Stunden dort von 8, jetzt sagen wir mal 9:30 Uhr morgens bis abends 8, 9, 10 Uhr und bete den ganzen Tag. Und wenn ich nach Hause komme, so zwischen 8 und 11 Uhr, sagen wir eher zwischen 9 und 11, dann ist eine Stunde Buchführung, dann wecke ich meine Frau, die mit den Kindern eingeschlafen ist, dann kommt unsere Hauptgebetszeit, 1,5 Stunden. So sagen wir vielleicht eine Stunde, dann ist es circa 1 irgendwann und dann muss man halt auch wieder schlafen, weil am nächsten Tag ist ja um zwischen 5:30 und 7 Aufstehen angesagt. So, und nun könnte man sagen, vom Menschlichen geht es sowieso nicht. Es ist eben so, das ist auch menschlich gar nicht zu erklären, was hier läuft, sondern es ist wirklich nur durch Gottes Eingreifen. Das wurde mir spätestens in dem Moment klar, als ich die erste Krebsheilung bei mir erlebt habe, wo eine Frau mit 80 Jahren circa weinend in die Praxis kam und sagte, Herr Elsen, unser Enkel, 10 Tage alt oder so in etwa, auf der neugeborenen Intensivstation in Los Angeles, hat einen großen Hirntumor und ist blind. Und das wussten die Ärzte schon lange, aber es ist trotzdem auf die Welt gebracht worden, weil wir beten seit Wochen und Monaten dafür, dass Gott dieses Kind anrührt und heilt. Und nun wollen die Ärzte die Geräte abstellen. Der Mann ist nicht gläubig, die Tochter ja. Das ist alles ganz schrecklich. Und da ich das so die Vorstellung hatte, also seit Wochen und Monaten beten die, also dachte ich mir, naja, dann brauche ich auch nicht. Also dann ist ja wahrscheinlich schon genug gebetet worden. Sagte aber so in so einem, naja, meinen Sie, ich sollte jetzt auch nochmal beten? Und sie auch so ähnliche Tonlage, ja, wenn Sie meinen, ja, können Sie ruhig. Und dann bin ich also um den Schreibtisch rum, habe ihr die Hand auf die Schulter gelegt und habe gesagt,
Herr, wenn es dein Wille ist, dann rühr doch bitte dieses Mädchen an. Und im selben Moment hatte ich so die Vorstellung, dass ganz viele Schaltstellen im Universum geschlossen wurden und Gott genau tatsächlich in diesem Moment das Kind anrührte. Tatsächlich war es so, dass sie nach 3 Wochen freudestrahlend wiederkam und sagte, der Elsen, Sie glauben das nicht, der Tumor ist kleiner geworden, das Kind fängt an zu sehen, die Geräte konnten abgestellt werden, es ist jetzt auf eine normale Station verlegt worden und das kriegt jetzt Chemotherapie. Fantastisch. Sollen wir vielleicht nochmal beten? Ja, können wir machen. Haben wir nochmal gebetet. Und jetzt habe ich vor einem halben, dreiviertel Jahr ein Foto bekommen von dem Kind, 4,5 Jahre, völlig normale Entwicklung, kein Tumor mehr, eine leichte Sehminderung, auf dem linken Auge ist das Einzige, was geblieben war. Und die Eltern sind so angerührt, dass sie eine Selbsthilfegruppe gegründet haben für Menschen, für Eltern, die in ähnlichen Situationen sind, die dürfen sich übers Internet bei ihnen melden und dann beten die für sie, weil sie eben so im Glauben auch gestärkt worden waren. Ja, das war wirklich sehr begeisternd. Eine andere Geschichte, wie gesagt, manche kennen das schon, aber auch so ein bisschen Wiederholung, schadet ja nichts, war auch ein etwa 80-jähriger Mann, bei dem ich einen Darmkrebs festgestellt habe, fortgeschritten, war innerhalb von Wochen verfallen, vorher immer ganz fit gewesen, war topfit und kam nur noch mit Haut und Knochen kaum noch gehfähig in die Praxis. Ich habe ihn sofort ins Krankenhaus geschickt, der ganze Bauch voller Tumor, große Metastasen, die ganze Leber voll und also es war gar nicht mehr zu unterscheiden eigentlich teilweise die Organe, also der Darm schon gar nicht von der Tumormassen. Und die auch, also aufgemacht, Chirurgen, gleich wieder geschlossen, den Darm auch, und im OP-Bericht steht, da geht kein Bleistift mehr durch, da geht gar nichts mehr, zum Sterben nach Hause geschickt, was sie dem Patienten nicht so ganz selten, aber nicht gesagt haben. Und nun muss man sagen, dass wenn da nichts mehr durchgeht durch den Darm, dann platzt er nach 3 bis 6 Stunden und dann ist der Mensch tot. Das ist mit dem Leben nicht vereinbar. Er, da er das nicht so genau wusste, wie gesagt, das hatte ihm keiner gesagt, kam und fragte, was ich denn von Misteltherapie halte und ob ich ihm das nicht aufschreiben und verordnen könnte, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Und dann habe ich gesagt, wieso Misteltherapie? Ich meine, Sie werden jetzt in 3 bis 6 Stunden tot sein und also ich als gläubiger Christ würde Ihnen empfehlen, dass Sie ganz schnell Ihr Leben Jesus Christus übergeben. Den sehen Sie nämlich bald und dann ist es bestimmt besser, wenn Sie ihm vorher Ihr Leben gegeben haben. Guckte er mich groß an, war ganz verdattert, also so hat er das noch nie gesehen, er war ja nicht gläubig auch und so. Und dann, naja, wenn Sie meinen, dann beten Sie halt für mich. Gut, okay. Habe ich mit ihm eine Lebensübergabe gesprochen. Das ist aber lieb, danke. Und dann war es so, dass er nach 3 Wochen wiederkam, mit 15 Kilo mehr auf den Rippen und strahlte im ganzen Gesicht und sagte, danke für das Gebet, hat mir geholfen, ich bin vollkommen wiederhergestellt, meine Verdauung ist normal, ich habe keine Schmerzen, ich gehe wieder in meine Obstbäume, 1000 Quadratmeter Garten, Hecke schneiden, alles gar kein Thema, ich bin geheilt, vielen Dank. Und ich sagte, ja, wieso? Ja, wir haben doch für mich gebetet. Ich meine, ja, klar habe ich gebetet. Aber das heißt ja nun nicht unbedingt, dass, und offenbar hieß es das aber doch, ne? Ich habe ihn sofort unter den Ultraschall gelegt, es war alles wie vorher, also überhaupt nicht weniger Tumor, auch die Leberwerte hoch, die Tumormarker hoch, das war alles also im Tausenderbereich, Gamma-GT, wer das sagt, ne? Also so 2, 3, 4.000 irgendwas, also das war alles gar nicht mit dem Leben vereinbar im Grunde genommen. Und er strahlte. Da er aber dem Frieden auch nicht so ganz traute, machte er das, was man so macht, wenn man noch 3 Monate zu leben hat. Und dann kam er nach 3 Monaten wieder und sagte, Herr Elsen, was soll ich denn jetzt machen? Dann meine ich, naja, vielleicht mal in den Gottesdienst gehen, Danke sagen. Ja, okay, gute Idee. Und dann ist er dann also mit seiner Familie am nächsten Sonntag im Gottesdienst gewesen. Das hat mich sehr gefreut. Die ganze Familie nicht gläubig. Interessante Geschichte, so ein bisschen am Rande. Sie lebten also 3 Generationen in einem Haus. Das ging gut, circa 2,5 Jahre. Interessanterweise starb er, als die Leberwerte besser wurden. Also mindestens zeitgleich war es so. Die Leberwerte gingen runter und er starb, also jetzt wie gesagt, nach 2,5 Jahren. Und dann besuchte ich ihn zu Hause und ich habe ja immer für ihn gebetet, so alle 3 Wochen so circa. Und wusste, dass seine ganze Familie immer so ganz merkwürdig angerührt war, weil eben nicht gläubig, weil sie konnten es nicht einordnen, aber sie sahen, es ging ihm gut. Und so wusste ich nicht, die standen also alle um das Bett herum und ich hatte den Impuls zu beten, habe mich aber nicht getraut und bin dann wieder nach Hause gefahren und dann dachte ich, nee, so geht das aber auch nicht. Und bin am nächsten Tag wieder hin, habe ich dann gesagt, nee, jetzt werde ich doch beten.
Und während ich gebetet habe, habe ich gesehen, dass der Sohn auf die Knie ging und sich und auch mitbetete. Ich dachte, meine Güte, was war das für eine Veränderung in der Situation im Gebet? Während dieser Zeit waren offenkundig die ganzen Angehörigen, die ganze Familie bis zum Enkelkind so quasi auch gläubig geworden. Und als er starb, war das eine Atmosphäre, das könnt ihr euch nicht vorstellen, so ein Frieden, so hell, es war wirklich eine Freude, man mochte gar nicht mehr aus dem Zimmer gehen. Es war wirklich die Herrlichkeit Gottes, war da spürbar. Das war wirklich ein sehr schönes Zeugnis. Da gibt es noch viele andere, da könnte ich jetzt so bis morgen so weiter erzählen. Zum Beispiel von dem einen kleinen Mädchen, das war eine gläubige Familie, ein Ehepaar, die in Dubai Urlaub machten und eine muslimische Familie mit einem kleinen vierjährigen Mädchen auch so etwa trafen. Die hatte eine Nierenfunktionsstörung, musste dialysiert werden und sie hatten gesagt, kommen Sie doch mit nach Hamburg, dann kann es eine neue Niere bekommen, kriegt es eine Nierentransplantation. Und dann musste es nicht mehr an die Dialyse und dann haben sie auch noch für das Kind beten dürfen. Und dann kam das auch mit ins UKE, da in die Uniklinik. Und dann rief der mich immer an, ich glaube einer von der Gemeinde war es, wo diese Familie Mitglied war, einer der Ältesten, und sagte, Arne, kannst du mal hinkommen und kannst mal für das Kind beten? Und ich sagte, naja, ich schaffe das zeitlich überhaupt nicht. Und dann alle zwei Tage rief er an und sagte, ja, Montag ist jetzt aber der Transplantationstermin, also wenigstens am Sonntagnachmittag wieder angerufen. Ich sagte, ich habe wieder keine Zeit, überhaupt keine Zeit, aber wir können ja am Telefon, können wir ja auch miteinander beten. Ja, er sagte, okay, wenn es dann gar nicht geht, haben wir gebetet. Und am nächsten Morgen wurde nachgeschaut, die Niere war ganz in Ordnung. Sie konnte nach Hause fahren, brauchte keine neue Niere, es war alles in Ordnung. Das war also nur so ein bisschen zur Illustration, dass man nicht so bestimmte Regeln befolgen muss, wenn man jetzt für Kranke betet. Überhaupt hatte ich so den Eindruck, ich kam dieser Senfkorngröße immer näher vom Glauben her. Weil natürlich, je mehr man sowas erlebt und das jeden Tag, desto mehr wächst der Glaube, sodass man dann irgendwann sagt, eigentlich ist es schon ein bisschen merkwürdig, wenn einer mal nicht geheilt wird. Wobei, da stecken wir ja nicht drin, Gottes Wege sind immer höher als unsere und der ist souverän. Also, aber wir sollen ja halt beten und wenn wir das tun, dann passieren immer wieder und immer mehr halt Wunder und Zeichen, mit denen Gott sein Wort begleitet. So kam es zum Beispiel, dass eines plötzlich in der Sprechstunde erst an der Tür klopfte und eine Frau mit Mitte 70 guckte, so steckte so den Kopf rein und sagte, sagen Sie, kann ich hier mal auch mein Leben Jesus übergeben? Ich guckte so an, war ja in der Sprechstunde, sagte, ja, wie kommen Sie jetzt? Ja, machen wir auch, aber wie kommen Sie jetzt so da drauf? Ja, also sie hatte da gar keine Hemmung irgendwie, weil ich war ja eigentlich da mit dem Patienten, ne? Und sie sagte, ja, also Sie wissen ja, also man wird älter und so, und ich weiß auch nicht so genau, Mitte 70, wie alt ich überhaupt noch werde und so. Und einmal wollte ich das nochmal so richtig festmachen, damit ich ein richtig gutes Gefühl habe. Vielleicht können Sie mal kurz für mich beten. Also ich hatte die noch nie vorher gesehen und sie war auch in einer Gemeinde brauche ich, also ich habe eine Gemeinde, in der ich bin, aber es geht mir also ganz persönlich um die Beziehung mit Jesus Christus. Das war die erste. Und jetzt ist es eigentlich so, dass so 1 bis 5 Mal am Tag Menschen ihr Leben Jesus übergeben in der Praxis. Das ist wirklich dramatisch, was so alles passiert. Zum Beispiel war es so, dass die Gideons kamen und Bibeln verteilen wollten. Dann haben sie gesagt, Mensch, du hast doch eine christliche Praxis, kannst du auch mal ein paar Bibeln hier verteilen. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du mal einen Karton da lassen, so 40 Stück, diese Neuen Testamente, Sprüche und Psalmen. Und nur der Karton war abends nicht mehr da. Dann habe ich gesagt, irgendwie, ich weiß auch nicht, was mit dem Karton bringen, noch mal ein. Und dann ging das 3 Tage so. Und dann nach dem dritten Tag, da haben sie gesagt, nee, also mehr gibt's nicht. Da musste hier eintreten und musste selbst kaufen. Ne? Also so viel haben wir dann auch wieder nicht. Und also nur für Mitglieder, versteht sich. Und dann habe ich gesagt, na gut, okay, dann machen wir das so, dann trete ich halt mit ein und so, denn, wenn das halt die Voraussetzung ist. Ich hatte dann so mehr andere Größenordnungen, sind so 200 bis 500. Und dann habe ich aber gedacht, okay, dann fragst du jetzt mal nach, wo die denn bleiben, wer die mitnimmt. Und habe dann die Patienten immer gefragt, ne, also zeigt mal eure Taschen, das ist nicht ganz so, aber so. Und dann tatsächlich, siehe da,
Also hier hatte einer eine mitgenommen, da hatte einer gleich zwei oder drei mitgenommen. Ist so schön und so ist es. Also ich finde das total prima, dass sie Bibeln und dass sie Bibeln im Wartezimmer haben. Da habe ich gesagt, ja, aber ich meine, Sie stellen die Lesemappe ja zusammen. Also ich meine, das ist ja, also ich, ist gut, dass ich das weiß, dass das hier alle die Bibeln so gerne mögen. Und dachte ich mir, naja gut, dann können wir das ja also noch einen drauflegen und sagen, hier geht keiner mehr aus dem Sprechzimmer, der nicht eine Bibel in die Hand kriegt. Und so habe ich dann auch gemacht, habe ich den aber ein bisschen verpackt schon, ne? Also dann habe ich gesagt, ja, also habe ich Ihnen eigentlich schon mein Lieblingsbuch geschenkt? Ihr Lieblingsbuch? Nein, wieso? Ja, das Beste für die Gesundheit, ich empfehle immer jeden Tag zwei Seiten, wenn ich da drin nicht lesen würde, jeden Tag, dann würde ich das hier gar nicht schaffen. Das gehört auf jeden Nachttisch, ich gebe Ihnen mal eins. Und dann, ach so, Sie meinen die Bibel. Und ich, ja, schauen Sie mal. Zwei, denken Sie dran, zwei Seiten am Tag. Gut für die Gesundheit. So, dann habe ich gedacht, naja, das macht bestimmt keiner, aber man sieht sich ja wieder. Und dann habe ich so nach zwei, drei Wochen dann gefragt, na und, erinnern Sie sich, haben Sie die jetzt immer auf dem Nachttisch? Haben Sie zwei Seiten gelesen? Und das, man soll es nicht glauben. Dann kamen so Antworten wie, ja, wenn man da mal anfängt, also mit den zwei Seiten, da kommt man nicht hin, da hört man ja gar nicht wieder auf. Oder der Nächste sagte, also ein Freund von mir, der liest die jede Woche einmal durch die Bibel und seitdem der das macht, geht es ihm ständig besser. Meinen Sie, das würde bei mir auch funktionieren? Ich sagte, ja, schauen Sie mal, ne? Ja, dann geben Sie mal zwei oder am besten gleich drei mit. So, Karl-Wann habe ich so auf diese Weise so circa 3000 Bibeln jetzt in meiner Praxis verteilt, also jeder hat da so eine inzwischen. Und man muss immer darauf achten, also muss man eigentlich nicht, weil die lesen von selbst. Also jede Bibel hat eine eigene Geschichte. Das wäre auch schon mal wert, das alles aufzuschreiben, was mit den Bibeln dann passiert. Und war das so, dass ich auch Vorträge halten durfte und predigen durfte in verschiedenen Gemeinden und hier in den verschiedenen Chaptern, sodass ich das also auch immer mehr rumsprach. Und dann die Menschen von überall herkamen, also aus anderen Bundesländern. So sind das also heute, so man könnte sagen Reisegruppen, so 4 bis 6 Personen immer, die so dann, die einen, die kommen aus Kulmbach, dann kommen danach die aus Trier und dann kommen die aus Greifswald und dann kommen die aus Osnabrück oder aus von Sylt. Es sind unglaublich viele, die kommen dann teilweise mit dem Wohnmobil, stehen sie unten, die Familien, der Patient geht hoch und fürs Gebet und dann fahren sie wieder nach Hause. Das ist reihenweise so, ich schätze mal 200 bis 300 im Quartal, natürlich nur auf Überweisungsschein allerdings, weil das ist ja eine Arztpraxis, muss irgendwie abgerechnet werden, das kann man dann irgendwie, weiß ich auch nicht, also Abrechnungsziffern gibt es dafür nicht, aber es läuft halt ja durch die Praxis. Und inzwischen ist es so, dass es eigentlich eine reine Gebetssprechstunde ist, die auch noch verstärkt worden ist, durch eine prophetische Gebetssprechstunde, da habe ich dann jetzt neu eröffnet, montags abends von 8 Uhr abends bis 10 Uhr abends, wo die Menschen dann halt dorthin kommen und für sie gebetet wird, natürlich auch medizinisch betreut werden, also schulmedizinisch, und dann auch noch prophetische Eindrücke weitergegeben werden. Das ist eigentlich sehr schön, hat sich auch so weit rumgesprochen, dass dann das Fernsehen kam und sagte, Mensch, Herr Elsen, wir haben gehört, dass Sie hier für Kranke beten. Das ist ja was, also das kennen wir hier in der Republik gar nicht. Können wir Sie da mal begleiten mit dem Fernsehen, mit dem Kamerateam? Habe ich gesagt, ja, herzlich gerne. ERF, Evangeliumsrundfunk in Wetzlar. Und dann kamen sie und haben also uns zu Hause gefilmt und hier in der Praxis. Und dann gab das eben so Sendungen, so Hof mit Himmel heißt es zum Beispiel in den verschiedenen Programmen, so im 4. und jetzt vom Glaubenszentrum in Bad Gandersheim, da sind im Rhein-Main-TV und ERF und so verschiedene. Und interessanterweise auch in wurde ich dazu einer Live-Talkshow eingeladen. Eine Talkshow, wo ich während der laufenden Kamera für die Anrufer beten durfte. Dann haben sie gesagt, ja, das geht relativ schnell, 10 bis 11 Uhr abends haben wir diese Sendung, da ruft eigentlich in der Regel keiner an und dann sind wir auch schnell durch damit. Ich habe gesagt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass sehr viele Menschen anrufen werden und dass wir hier noch nachts um 1 sitzen werden und die ganzen Anrufe beantworten. Und so war das dann auch, was sie gar nicht geglaubt haben. Also das Telefon stand gar nicht mehr still. Und nur ein Zeugnis davon habe ich dann zur Illustration so nach 3 Wochen Feedback bekommen. Da rief eine Mutter für ihre Tochter an, die in der 30. Schwangerschaftswoche war. Und ich sollte doch für diese Tochter beten, weil die war gläubige Christin, also das Ehepaar war gläubig. Und das Kind hatte keine Nieren
und die Lunge war nicht entfaltet. Also nicht lebensfähig. Und keine, die waren durch alle, das war kurz so in der Nähe vom Erzgebirge, keiner wollte das Kind auf die Welt bringen. Also weder in den ganzen Unikliniken, Leipzig, Dresden, Jena und Scheidt und so, alle haben sie abgelehnt, weil sie sagten, das Kind ist eben nicht lebensfähig. Und sie waren nun ganz verzweifelt, weil sie eindeutig der Meinung waren, das Kind sollte auf jeden Fall auf die Welt kommen. Und ob ich nicht dafür bin? Na, dann habe ich dafür gebetet, für das Kind, dass sich die Situation ändert. Und auch hier, ihr glaubt es nicht, nach 3 Wochen rief mich die Mutter wieder an, oder nee, die Tochter rief mich selbst an und sagte, Herr Elsen, 2-3 Tage, nachdem Sie gebetet hatten, war das so, da war ein Kongress in Leipzig, in der Uniklinik, es ist eine neue Studie aufgemacht worden, wo genau solche Kinder oder noch nicht geborene Babys da eingeschossen werden sollten, die vor der Geburt halt keine Nieren haben und gleich nach der Geburt an die Dialyse gehen und dann Nierentransplantation nach 1-2 Jahren bekommen sollen. Die Lunge wird zur Entfaltung gebracht. Das ist alles technisch möglich. Sie suchen händeringend nach solchen Kindern und seitdem steht das Telefon nicht mehr still und jeder will dieses Kind auf die Welt bringen. Das war, wer habe ich jetzt von dieser Situation da nicht gehört. Also ich weiß jetzt nicht, wie es weitergegangen war. Auf jeden Fall, das war natürlich schon mal eine dramatische Veränderung. Es sind eigentlich viele Dinge passiert. Also es ist dann so gewesen, dass ich eine in einer Predigt von einem in einer Gemeinde bei uns da in Hamburg eine CD aufgenommen wurde, die überall in der Republik offenbar sich so weiter verteilt worden ist oder verbreitet ist, viel hundertfach. So zum Beispiel bei einem Kollegen aus Heidelberg von der Uniklinik, einem Oberarzt, der sich niederlassen wollte, gläubiger Mensch, und sagte dann so, hatte dann ein bisschen Muffensausen gekriegt, so 10 Tage vor der Niederlassung, weil als niedergelassener Arzt verdient man nicht so viel, als Oberarzt in der Uniklinik schon. Und ob das wirklich von dir ist, Herr, bitte schenk mir doch eine Bestätigung. Dann hatte er diese CD von mir bekommen, aber nicht von mir eben, sondern ich weiß nicht, woher sie hatte. Und hatte mir dann einen Brief geschrieben und sagte, Mensch, und so, das ist so ermutigend, jetzt weiß ich, dass man für Kranke beten kann und den Namen Jesus Christus bekennen kann in seiner Praxis. Jetzt weiß ich, dass es genau das Richtige ist, dass ich mich niederlasse. Dieser inzwischen ja also mindestens guter Bekannte hat sich dann eben niedergelassen, hat angefangen, für seine Patienten zu beten. Und vor ein paar Wochen hat er das erste dramatische Wunder erlebt. Er hat da auch einen Patienten zum Sterben nach Hause geschickt, mit Aszitis, mit Wasser im Bauch, Leberzirrhose, war nichts mehr zu machen. Aber er hat eben auch noch für ihn gebetet an dem Abend. Und am nächsten Morgen stand er bei ihm in der Praxis ohne Wasser, mit normaler Leberfunktion und hat gesagt, das ist alles wieder in Ordnung. Vielen Dank für das Gebet, ich bin geheilt. Das hat ihn dann so beeindruckt, dass er das sofort 2 Kollegen erzählt hat, die jetzt auch angefangen haben, für Kranke zu beten, für Patienten zu beten in ihren Praxen. Und auch in Bad Gandersheim, ich glaube, 6, 8 Ärzte waren da, die das Zeugnis gehört haben und waren auch sehr angerührt und haben offenbar das jetzt auch vor, mindestens, dass sie für ihre Patienten beten. Dieses Gebet für Kranke, ich meine, das ist natürlich naheliegend, ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, wie man nicht beten kann für Patienten, also wie man ohne Gebet eigentlich Medizin machen kann. Also es ist eigentlich mir ganz schleierhaft eigentlich im Nachhinein, wie das kann eigentlich gar nicht funktionieren, weil ja Jesus Christus unser Arzt ist. Das ist wirklich eine ganz wunderbare Entdeckung. Interessant und ein weiteres Wunder ist, dass ich eine fantastische Familie habe, man soll das gar nicht glauben. Das ist so, also wir haben 3 Kinder mit 1,5, 4 und 7 Jahren. Und die entwickeln sich richtig klasse, muss man sagen. Also das ist bei denen so und auch bei einer Frau davon aus der Hausgruppe, das war der Jüngste, der war gerade 2 Jahre alt, konnte gerade sprechen, irgendwie fing er an zu sprechen und seine Mutter sagte, du, ich habe solche Kopfschmerzen, bitte bete doch mal für mich. Und dann ist er auf die Knie gegangen und das 2-jährige Sohn hat die Hand auf die Stirn gelegt und hat gesagt, Mama, werd gesund, und Kopfschmerzen in einer Sekunde weg. Und so ist das bei unseren Kindern auch. Wenn jemand was hat, dann beten die anderen immer für den oder für uns, für die Eltern oder für was es auch immer für Anliegen ist. Und so hat zum Beispiel der 7-Jährige, jetzt 7-Jährige damals, der ist so ein bisschen früher in die Schule gekommen, so mit 5,
Und dann hat er gesagt, du weißt, mir ist sofort aufgefallen, hier hat gar keiner von meinen Klassenkameraden eine Bibel. Also ich brauche unbedingt 26 Bibeln von dir, Papa. Die müssen alle gleich eine haben, die kennen Jesus Christus noch gar nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann sprich doch mal mit der Lehrerin und mit Mama und so, geh mal hin. Und dann hat die Lehrerin gesagt, gehen Sie mal zur Schulleiterin. Und dann war die Schulleiterin sehr angetan und sagte, lassen Sie mal gleich 5 da fürs Sekretariat. Und gute Idee. Und dann konnten wir die Schule mit den Bibeln versorgen und fanden sie alle ganz klasse, weil dann fiel ihnen ein, dass sie früher auch so, also sogar schon im Kindergarten, da konnten sie noch gar nicht lesen, eine Bibel gekriegt haben. Das, was fürs Leben ist, total klasse. Insbesondere, wenn es auch andere Einflüsse gibt. So geschehen auch in der ersten Klasse. Es gab dann so, ich will nicht sagen eine Alternative, das eben nicht, sondern es ist sogenannte Pokémon-Karten. Die wurden da plötzlich verteilt und die Kinder waren von einem Tag auf den anderen wie ausgewechselt, außer Rand und Band. Die liefen während des Unterrichts raus, auch wenn man ihnen das sagte, um die Dinger zu tauschen, kriegten Tobsuchtsanfälle zu Hause, wenn sie die nicht mit in die Schule nehmen durften. Es war praktisch, waren gar nicht mehr zu bändigen, bis auf einen, den sie alle so ganz mitleidig anschauten, weil er hatte keine, weil David, der sagte, ich brauche das doch gar nicht, ich habe doch meine Bibel. Und offenbar war der ganz resistent und war der Einzige, der noch einigermaßen normal sich für hielt, während die anderen, also alle davor große Herausforderungen erstellten, wie man da jetzt mit den Kindern klarkam. Also das ist schon interessant, was Gottes Wort so auch gerade schon mit den Kindern macht, das muss man sagen. Also speziell dass dadurch, dass sie eben so einen starken Glauben haben, wie vollmächtig die Gebete sind, die sie sprechen, so für andere Menschen. Weil mir in der Praxis war das so, dass es ist die Atmosphäre teilweise so stark, das kann man sich vielleicht, wenn man jetzt nicht so gläubig ist, gar nicht so vorstellen. Also das ist so, dass wenn die Menschen ins Sprechzimmer kommen, dass sie teilweise in Tränen ausbrechen und auf die Knie gehen und sich spontan bekehren. Das ist tatsächlich so. Die Salbung ist so stark, dass mein Kollege zum Beispiel, der ist, ich habe jetzt so im Januar die Praxis die Hälfte weitergegeben, weil das zu viel wurde. Der ist nicht gläubig und dem passte das nun aber nicht, weil das ganze Wartezimmer war voll und die wollten aber alle zu mir wegen Gebet. Und dann hat er gesagt, ja, beten kann ich auch. Er ist allerdings vorher immer mit ins Gebet gekommen, weil er die Atmosphäre so toll fand. Und hatte sich aber selbst eigentlich noch gar nicht bekehrt oder so. Es war nur immer im Gebet, war immer dabei. Also man könnte sagen, die Atmosphäre vom Gebet, ja. Aber also hatte jedenfalls da noch keinen Stempel im Pass oder irgendwie so. Aber also man kann sagen, eher vom Herzen her, glaube ich. Jedenfalls hat er das so angeboten, das Gebet. Und dann ist eine tatsächlich mitgekommen, 30 Jahre schon gläubig, insulinbehandelter Diabetes. Und kam nach ein paar Wochen wieder zu mir und sagte, du weißt, dein Kollege, der betet ja auch sehr vollmächtig. Also ich habe am nächsten Tag nur noch die Hälfte vom Insulin gebraucht. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, weißt du eigentlich, dass du sehr vollmächtig betest? Oder ich? Wieso denn? Also ja, die brauchte nur noch halb so viel Insulin am nächsten Tag. Ja, nur dass wir uns richtig verstehen, dass es auf dem Boden von Jesus Christus ist. Und was auch wichtig ist, gerade bei den Lebensübergaben, wenn die aus anderen Städten kommen, die Menschen, das machen wir dann meistens auch mit, dass wir, wenn die zum Beispiel aus Rostock kommen, dass wir dann so eine Liste von 3-4 Gemeinden mitgeben, wo sie mit Telefonnummern, Gottesdienstzeiten, Namen von den Gemeindeleitern, damit die Anlaufstellen haben und sich dann gleich in den einzelnen entsprechenden Gemeinden eingliedern können, so nicht? Also dass sie nicht so in der Luft hängen. Das ist ein Service, der ebenfalls von der Praxis geleistet wird, genauso wie denn jetzt nach den Fernsehsendungen insbesondere kommen so bis zu 50 Anrufe und E-Mail-Anfragen pro Tag mit der Bitte um Gebet, was ich alleine auch gar nicht mehr schaffe, sondern dann 2 gläubige Mitarbeiterinnen gebe, die dann die Gebetsanliegen beantworten, für die Menschen beten, dass eigentlich das Telefon rund um die Uhr besetzt ist, 7 Tage, 24 Stunden, theoretisch, praktisch aber schon, dass man eigentlich ständig, ruft jemand an, ständig ist eine E-Mail da, die beantwortet werden will. Und wenn man sich überlegt, dass so viele Menschen dort hineinkommen, in die Praxis, also bis zu 300 pro Tag kommen so circa im Moment, dann ist es halt so, dass die zwar natürlich ein bisschen Wartezeit schon in Kauf nehmen müssen, sagen wir mal so eine Stunde,
aber dass sie danach nicht nach Hause gehen. Das ist das Merkwürdige daran oder ebenfalls sehr auffällig. Dann stehen sie am Empfang hinterher, da können sie, also bei der Anmeldung sind sozusagen mal 50, 60 Personen, die dann gerne kommen wollen. Und dann stehen nochmal so 20 vielleicht, die dann aber gar nicht wieder nach Hause gehen. Dann sagen sie, was machen Sie denn? Ihr Termin war doch schon vor einer Dreiviertelstunde. Ja, wir haben uns ja halt so nett unterhalten. Das ist also ganz anders, als man das normalerweise kennt. So ist auch das Feedback. Ich suchte einen Arzt, ich fand eine Familie oder ich habe noch nie eine Praxis gesehen, wo so viel gelacht worden ist. Depressiv sind sie eigentlich auch alle nicht mehr, kann man sagen. Das ist so eine gewisse Freude, die sich so breit macht. Also es sind so, sagte der eine Patient zum Beispiel, ja Mensch, Herr Elsen, Sie beten doch hier immer so viel und sprechen immer von Jesus Christus. Dann müssen Sie das hier aber auch christliches Diabeteszentrum nennen. Und dann habe ich gesagt, naja, also christliches Diabeteszentrum weiß ich jetzt auch nicht. Dann nachher kommen die Moslems nicht mehr. Und die sollen ja auch hierher kommen. Und meinte er, ja, nee, das geht aber trotzdem nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du meinst, dann, weil der war so von so einer Firma, der wohl solche Tableaus so machen konnte mit für die ganzen Mitarbeiter, so mit Fotos und so, ganz schön in meinem Eingangsbereich. Und dann hat er das da so draufgeschrieben, christliches Diabeteszentrum. Und seitdem kommen unglaublich viele Moslems. Und dann bin ich zu ihnen hin und habe gesagt, sag mal, wieso kommt denn jetzt ja alles? Ich meine, das heißt doch christliches Diabeteszentrum. Also ich meine, dann das überrascht mich. Das ist ganz anders, als ich das so erwartet habe, dass jetzt so, dass hier so viele vom Islam, also so viele Moslems kommen. Und dann meinten sie, ja, das ist ganz einfach, Herr Elsen. Das Einzige, was uns hier stört im Westen und was wir überhaupt nicht verstehen, dass sich alle gläubige Christen nennen, aber die Kirchen so leer sind. Und bei uns weiß ja schon jedes Kind, dass ohne Gott gar nichts geht. Ob das jetzt Allah ist oder Jesus Christus, das war jetzt also nicht so die primäre Frage, sondern wir glauben doch alle an den einen Gott, so mehr so dieser Text. Aber endlich haben wir mal einen gläubigen Arzt gefunden. Und der Apotheker Ägypter sagte, Herr Elsen, als ich das Kreuz bei Ihnen im Sprechzimmer gesehen habe, da habe ich gewusst, jetzt haben wir endlich einen gläubigen Arzt, jetzt habe ich meinen ganzen Landsleuten Bescheid gesagt und die kommen jetzt alle zu Ihnen, die habe ich alle zu Ihnen geschickt. Ja, und das ergeben sich unglaublich interessante Gespräche dadurch. Zum Beispiel habe ich einen im Exil, also hier in Deutschland lebenden irakischen Imam, also so einen Religionsführer, der also sehr viele Gläubige dort betreut. Jetzt hier, wie gesagt, im Exil. Und da kam man mit sehr bedenklichem Gesicht und sagte, Herr Elsen, ich habe Magenschmerzen. Ich sagte, naja, sowas soll vorkommen. Was haben Sie denn gestern gegessen? Und er meinte, nee. Das kommt daher, weil ich habe festgestellt, ich bin depressiv. Und dann habe ich gesagt, auch das ist jetzt nicht so überraschend oder nicht so selten. Und dann sagt er, doch, Herr Elsen, natürlich, das kann nicht sein. Weil wenn der Glaube stimmt, dann kann man nicht depressiv sein. Und da ich aber eindeutig depressiv bin, muss irgendwas mit meinem Glauben nicht stimmen. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, was. Aber ich habe Kontakt aufgenommen zu verschiedenen christlichen Religionsführern, geistlichen Führern hier, also Gemeindeleitern, meinte da Pastoren, und das werde das jetzt alles diskutieren und ich werde herausfinden, was mit dem Islam nicht stimmt. Das war quasi Originaltext. Das fand ich unglaublich. Also diese Leistung, also des Beobachtens. Und wir haben dann eine Dreiviertelstunde lang haben wir diskutiert. Auch dafür ist trotzdem Zeit. So muss man sagen, das kann man eigentlich nicht mehr so als Praxis bezeichnen, sondern eher als Evangelisationszentrum. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich da vielleicht Glaubensgrundkurse anbiete. Das ist auch so, dass da ein großer Pflegedienst ist, der also auch Fortbildung macht für andere Pflegedienste bundesweit und sich sehr angesprochen fühlt von der christlichen Komponente. Weil man kommt ja um den Glauben gar nicht herum, wenn man zum Beispiel Menschen betreut, die pflegebedürftig sind oder sonst. Und wenn man irgendwo Trost spenden will, was will man denen geben, wenn man nicht im Glauben einen festen Stand, eine feste Grundlage hat. Und somit möchte ich eigentlich das jetzt so vielleicht für den Moment erstmal so stehen lassen, mal schauen, was noch alles so passiert in dieser Praxis. Und nicht nur dort, denn ich glaube, dass in eigentlich im ganzen Land so nach und nach überall Glauben entsteht und Menschen anfangen, mutiger zu werden. Also wenn ich überlegt habe, ich habe solche Angst davor gehabt, Menschen von Jesus Christus zu erzählen oder für sie zu beten und dachte, die lachen mich alle aus, die finden das bestimmt überhaupt nicht in Ordnung oder ganz schräg. Stimmt überhaupt nicht. Die Offenheit ist viel größer, als wir alle denken.
sodass wir erwarten können, dass eigentlich das, was wir hier so christliches Abendland nennen, wir vielleicht auch wieder füllen können mit Inhalt und das, was eigentlich der christliche Glaube ja ist, den Schatz, auf dem wir sitzen, so könnte man sagen, das den Menschen auch nahe bringen. Und das, was in den letzten 2000 Jahren hier so quasi durch die Institution im Wesentlichen ja eigentlich eher kontraproduktiv in die Welt gebracht worden ist, wieder ein bisschen gerade rücken, sodass man wirklich sagen muss, dass ein gläubiger Christ das ist, was die Welt braucht. Denn, es steht ja geschrieben, er sollt Licht und Salz sein und das Licht der Welt, nicht? Das ist ja jetzt etwas, was wir als Gläubige, als Nachfolger Jesu in die Welt hineintragen sollten. Das gilt natürlich für unsere Nachbarn oder für Patienten im Beruflichen, im Privaten genauso. Ich möchte das jetzt eigentlich, glaube ich, mal im Moment abschließen hier und alle Anwesenden bitten, für einen Moment die Augen zu schließen. Und ich bete mal für euch. Himmlischer Vater, ich bitte dich, wenn hier jemand ist, der sein Leben dir noch nicht übergeben hat, der aber jetzt den Impuls dazu hat, dem du es jetzt aufs Herz legst, dem bitte, gib den Mut und führ du ihn hier nach vorne. Ist hier jemand, bei dem das so ist? Da bitte ich, dass der oder diejenige die Hand hebt. Noch jemand? Okay, kommen Sie nach vorne. Wir werden das jetzt gleich anschließen mit einem Gebet für Kranke. Das heißt, jeder, der möchte, der darf nach vorne kommen, um für seine Anliegen beten zu lassen. Ich denke nicht, dass wir das in Gruppen machen werden, aber vielleicht stellen sich noch mehr zusammen, die ebenfalls mitbeten. Das können wir eigentlich, vielleicht fangen wir jetzt eigentlich schon an, noch nach vorne zu rufen. Ne? Gut, also wer möchte, kann jetzt ebenfalls nach vorne kommen fürs Gebet.